Hallo, kann ich mit Henry Harmut sprechen? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder eine Trading-Abzockerin mitgebracht, die, naja, nicht so viel Elan hat und, naja, der Kunde hier am Telefon auch nicht so wirklich mitbringt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen komischen Telefonat. Sie haben sich bei uns registriert für Deutsche Postaktien. Verstehen Sie? Sprechen Sie Deutsch oder Russisch? Was? Das erste. Das erste, Deutsch. Okay. Ihr Name ist Henry, korrekt? Ja. Gut. Also, wie ich verstehe, Sie haben Interesse für Aktien. Haben Sie schon Erfahrung? Haben Sie schon mit Aktien gehandelt? Nein. Nein, keine Erfahrung. Okay. Also, ich möchte verstehen, wie viel wollen Sie verdienen mit Aktien? Eine Billiarde Euro. Wie viel? Eine Billiarde. Eine Billiarde. Also dafür müssen Sie investieren ungefähr 500.000 Euro. Das geht, das Hammer. Das geht? Haben Sie so viel? Gut. Also in diesem Fall, Sie können mit Ihrer Karte Investitionen machen. Haben Sie Karte, Visa, Mastercard? Also das ist jetzt wirklich der Ernst von dieser Schnapsleiche hier, ne? Also die macht jetzt einfach weiter in ihrem Skript, obwohl ich hier rede davon, dass ich will eine Billiarde Euro haben. Tja. Und das Skrupellose ist, die macht hier einfach weiter. Also das interessiert die gar nicht, was ich hier so von mir gebe. Also dass das kein seriöses Unternehmen sein kann, ich glaube, da braucht man gar keine Beschreibung für. Da habe ich eine ganz spezielle. Ganz spezielle? Ja. Spezielle. Oder Sie können auch Überweisung per Bank machen. Also das ist meine Gramm. Warum? Was, warum? Das ist auch bequem. Ja, und wenn es geht um solche Beträge, ja, dann es ist sicher, Banküberweisung zu machen. So, was ist für Sie bequem? Mit Ihrer Karte oder per Banküberweisung? Ja, bequem ist, wenn ich auf der Couch liege. Mit Karte. Okay. Ihre Bank ist Sparkasse, oder? Nee. Nee? Nee. Okay. Aber Sie haben innere Karte? Was? Oder diese. Haben Sie innere Karte, die funktioniert nur in Deutschland? Oder Sie können mit Ihrer Karte internationale Transaktionen machen? Die funktioniert im ganzen Universum. Im ganzen Welt? Ja, ganze Universum. Okay, gut. Benutzen Sie Telegram? Telegram? Ja, Telegram Messenger. Ja. Ja, einen Moment. Ich muss sie dort finden. Ja. Was machen wir da bei Telegram? In Telegram können wir direkt reden. Ja, ich bin Ihre Finanzberaterin für Aktien. Und also, das wird bequem für Sie und für mich sein. Also mit dieser Telefonnummer gibt es keinen Telegram-Benutzer. Das ist richtig. Also Sie benutzen Telegram nicht? Doch. Okay, mit welcher Telefonnummer haben Sie Telegram? Mit einer anderen. Okay, geben Sie mir diese Telefonnummer? Nee. Nee? Nee. Sie wollen mit mir nicht reden? Na, wir reden doch. Ja, aber für weitere Mitarbeiter müssen wir weiterreden, ja? Geht es nicht am Telefon? Am Telefon auch, aber in Telegram sind wir immer in Kontakt, ja? Ach so, da meinen Sie, da geht der Betrug anonymer. Betrug anonymer? Warum? Na, weil ihr doch illegale Betrüger seid. Warum? Ja, wie warum? Das erklärst du mir doch die ganze Zeit. Schnecke, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Warum bin ich Betrüger? Ja, weil du mein Geld klauen willst. Keine seriöse Bank arbeitet über Telegram. Wir arbeiten per Telefon, aber wenn Sie wollen individuell mit Ihrem Finanzberater sprechen, Sie können das per Messenger machen.
ja? Ja, das klingt nach Betrug. Okay, also das ist Ihre Meinung? Nee, das weiß ich. Das ist keine Meinung, das ist Wissen. Das ist nur Ihre Meinung? Nein, das Leider. Ist keine Meinung. Okay. Ja, also haben wir hier heute mal wieder eine Betrügerin, die eigentlich so ziemlich vom Anfang des Gesprächs weiß, was wir von ihr halten. Aber naja, das Kuriose an dieser Geschichte hier ist heute wieder, die Tante bleibt wieder ewig am Telefon und macht trotzdem weiter mit ihrem komischen Leitfaden. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das ist Wissen. Wenn Sie wollen nur das per Telefon, wenn Sie nur per Telefon kommunizieren wollen, dann machen wir das nur per Telefon oder per E-Mail. Aha, ja. Ja? Ja. Okay. Also, Ihre E-Mail-Adresse ist harmut.schimmeldonner@gmx.de. Ja. Korrekt? Super. Und ich kann auf diese E-Mail Ihnen Informationen senden. Mhm. Sie klingen so, als würde Ihnen die Arbeit keinen Spaß machen. Warum glauben Sie so? Weil Sie so gelangweilt reden. Oh, wirklich? Ja. So. Oder haben Sie Bauchschmerzen? Hier, wir spielen hier nicht, ja, wir haben seriöse Themen. Ja. Und es geht über Investitionen. Ach so, na dann. Ich dachte, aber Sie also haben ja bis jetzt noch nichts Seriöses gesagt. Ich glaube, ich muss seriös sein. Ja, ich das müssten Sie mal sein, ja. Ich mache zu viele Berechnungen pro Tag, Analyse. Ja. Müssen Sie sich da mal ausrechnen, wie viel Geld Sie so ergaunern? Das ist ja kompliziert. Ich kann kein Geld. Sie müssen etwas Geld haben auf Ihre Bilanz, auf Ihre Investitionskonto, damit weiter verschiedene Aktive kaufen, Aktien. Ja. Ja. Also. Um Aktien zu kaufen, brauchen Sie Geld. Ja, Geld macht Geld. Ja, und Geld macht Geld. Super. Also das verstehen Sie. Und für mich ist es egal, wie viel wollen Sie investieren und wie viel können Sie investieren. Ja. Für mich ist es wichtig, dass weiter Sie ständig ein zusätzliches Einkommen von uns erhalten. Mhm. Und Ihr Gewinn, Ihr Profit, Ihr Geld können Sie in Ihrem Investitionskonto auf Ihr Bankkonto auszahlen. Ja. Okay. Kann ich Sie fragen, ob Sie schon einige Erfahrung haben auf dem Finanzmarkt? Na klar. Haben Sie schon an der Börse gehandelt? Nee. Nee. Okay. Und warum wollen Sie 500.000 Euro investieren? Na, also, weil man da ja reich werden kann. Ich krieg ja dann da die Billionen für. Wie lange dauert denn das mit der Billion? Wie viel dauert's dann was? Ja, bis zur Billion. Wie lange dauert? Wie lange dauert? Also unsere Mietart kann das ganze Leben dauern. Ja. Also, nicht mehr zu lange. Ah ja, das ist aber wirklich eine sehr, sehr, sehr tolle Beratung. Ich will eine Billion haben und sie sagt, ich muss da 500 Millionen für einzahlen. Und wenn ich dann frage, wie lange dauert, bis ich Billionen, dann antwortet Betrüger, dauert Leben ganze. Mhm, toll. Also ich soll mein ganzes Leben jetzt auf die Billion warten. Ich dachte, ich kann jetzt hier den Reibach machen. Super Beratung. Also daran sieht man eigentlich nur, dass sie hier nach meinem Mund spricht und nur so geantwortet hat, Hauptsache ich zahle ein. Hauptsache ich überweise dort meine Kohle. Egal, ob ich da hinterher mit auf die Schnauze fliege, egal wie viel Geld ich da einzahle, egal ob es mir hinterher ja total schlecht geht, das interessiert die nicht. Hauptsache man zahlt sein Geld ein. Mehr steckt einfach wie immer nicht dahinter. Vielleicht haben Sie einige finanzielle Ziele, die Sie erreichen wollen. Ja, und dann können Sie Ihr Konto bei uns schließen, Ihr Geld auszahlen und das war's. Ja, also ich weiß nicht, was ist Ihre finanzielle Ziele? Wollen Sie ein Auto kaufen und sagen uns tschüss? Nee, Autos habe ich schon ganz dann, viele. Okay. Dann, ich sende Ihnen Informationen. Was müssen Sie herunterladen? Und weiter Investitionen machen. Ja. Und dann? Was muss ich dann machen? Und dann
werden Sie mit unserem Experten arbeiten. Also Ihr Experte, Ihr Finanzberater wird für Sie Trade öffnen und an der Börse handeln. Toll. Mit Aktien. Also Sie müssen pro Woche ungefähr eine Stunde mit Ihrem Finanzberater kommunizieren. So viel? Und Sie erhalten einen Bericht von Ihrem Finanzberater mit allen Trades für eine Woche, mit Höhe von Gewinn, wie viel haben Sie schon verdient und welche Prognose hat er für nächste Woche. Also jede Woche erhalten Sie einen Bericht von Ihrem Finanzberater. Mhm. Es wird schriftlich auf Ihre E-Mail senden. Und weiter? Weiter? Ja. Und so werden Sie weiter mitarbeiten. Ach so. Also wenn Sie wollen Ihr Gewinn auszahlen, so sagen Sie Ihrem Finanzberater, ich möchte meinen Gewinn auszahlen. Er stoppt alle Trades, schließt alle Trades und Sie zahlen Ihr Gewinn aus. Ja, macht er das gut? Also unsere Statistik zeigt, dass von 10 Trades 6, 7 Trades sind im Plus. So, das ist eine gute Statistik. Mhm. Und Sie erhalten ab 40% pro Monat als Nettogewinn. Geht da auch mehr? Und was? Geht da auch mehr? Auch mehr. Ja. Also Sie erhalten ab 40%. Mhm. 40% also ist minimal. Ja, also. Ach so. So, haben Sie schon mit Krypto vielleicht gehandelt? Nee. Nee, es ist auch gut und hochprofitabel, in Krypto zu investieren. So, es ist für Zukunft. Vielleicht werden Sie auch Interesse für Krypto haben. Unsere Spezialisten können damit Ihnen auch helfen. Haben Sie einen Frosch im Hals? Die machen immer. Und was? Ja. Das ist meine Physiologie. Ihre Psychologie? Ich spreche physiologische. Ach, physiologisch. Hm. Also ich spreche zu viel pro Tag, ja? Ach so. Gut. Benutzen Sie iPhone oder Android? Da habe ich ein Telekommunikationsendgerät, meinen Sie? Ich muss das wissen und verstehen, wie können Sie mein Programm herunterladen. Machen Sie das per Play Market oder App Store? Nee. Was nee? Nee, das mache ich am Personality Computer League. In Ihrem Telefon? Nee. Haben was nee? Das mache ich doch am Computer. Okay, Sie benutzen Ihr Handy, ja? Nee. Also, Sie sprechen gleich mit Handy, ja? Nee, mit Computer. Und Sie benutzen immer nur Computer für Kommunikation mit Ihren Freunden, mit Ihrer Familie? Ja, das ist sicherer. Ist der Finanzmarkt für Sie so komisch? Warum sind Sie nicht so ernst? Warum muss man immer alles ernst nehmen? Geht doch auch mal anders. Ernst ist scheiße. Okay. Nehmen Sie bitte Ihr Handy, gehen auf Play Market oder App Store. Und dort müssen Sie Trust Wallet herunterladen, damit weiter eine Investition zu machen. Und was macht man damit? Mit Trust Wallet machen Sie eine Investition. Und damit, also mit diesem Trust Wallet machen Sie diese Investition und ich möchte Ihnen dabei helfen. Okay. Schreiben Sie bitte Trust Wallet. Ja, Moment, ich esse erstmal einen Löffel Marmelade. Also auf Deutsch schreibt man so Trust Wallet. Brust? Trust, ja.
Trust Wallet ist es auf Englisch. Ach so. Und warum haben Sie Finanzmärkte gewählt als zusätzliches Einkommen? Warum ist das für Sie so interessant? Na, weil Geld macht Geld. Geld macht Geld. Ja. Okay. Wie ich verstehe, Sie sehen Finanzmärkte wie ein Hobby, ja, zum Beispiel. Haben Sie schon diese Trust Wallet gefunden? Nee. Wie geht das? Ich schreibe Ihnen gleich E-Mail. Ja. Schriftlich diese Trust Wallet. Also, ich habe E-Mail schon gesendet. Ist die schon raus, die E-Mail? Ja. Also, E-Mail von Helen Becker. Ich gehe mal gucken. So. Von wem ist die E-Mail? Das Thema von meiner E-Mail ist... Die Adresse wurde nicht gefunden. Das ist aber ein komisches Thema. Sie haben Ihre E-Mail falsch geschrieben. Ach so. Bei uns. Ja. Das ist ja ungünstig. Ist Ihre E-Mail-Adresse wirklich hartmut.schimmeldonner@gmx.de? Nee, das GMX ist falsch. Falsch? Ja, bei GMX ist falsch. Geben Sie mir Ihre E-Mail-Adresse, damit ich... mdccfun.de. Also die ganze E-Mail-Adresse ist hartmut.schimmeldonner@mdccfun.de. Ein Moment. Schimmeldonner. Okay, Ad und weiter. mdccfun.de. Wenn Sie sagen MDCCFUN, CC meinen Sie die ABC? Ja, genau. Okay. FUN.de. Also versuch noch einmal. Ich habe schon gesendet. Vielleicht haben Sie? Ich gucke mal. Da steht Trust Wallet. Ja. Ja. Also, diese Trust Wallet müssen Sie in Ihrem Handy herunterladen und weiter sage ich Ihnen alles Schritt für Schritt. Und wenn das nicht geht? Es geht. Nee. Gehen Sie bitte auf Play Market, wenn Sie Android haben. Oder auf App Store, wenn Sie iPhone haben. Und? Was? Es ist nicht so kompliziert, das Wallet zu finden. Ach so, ja. Also wenn für Sie war nicht so kompliziert, bei uns zu registrieren, also ich meine, das Wallet ist auch nicht so kompliziert herunterzuladen. Ja, fallen da viele Leute drauf rein? Bei mir? Ja. Nicht so viele. Nicht so viele? Ja. Merkt man. Unser Unternehmen arbeitet in der ganzen Welt und wir haben verschiedene Büros. Also ich weiß ja nicht, ob unsere Blitzbirne hier die ganze Zeit zugehört hat, aber sie hat wohl gerade selber zugegeben, dass bei ihr nicht so viele Menschen auf den Betrug reinfallen. Woran das wohl liegen könnte? Eventuell an ihrer komischen Art. Denn alles, was sie hier so von sich gibt, ist wie immer eigentlich nur bla bla. Sinn habe ich bis jetzt noch nicht so richtig in diesem Gespräch hier rausgehört. Deshalb, in jedem Büro gibt es nicht so viele Leute. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Leichter. Ja, aber wenn sie denn eins hochnehmen, ein Büro, dann fallen die anderen nicht auf, das stimmt. So. Was denn? Was denn? Haben Sie Trust Wallet gefunden? Wie bitte? Trust Wallet haben Sie schon mal gefunden? Ja.
Okay. Jetzt müssen Sie das Wort herunterladen. Nee. Was nee? Na, habe ich doch gesagt, mit Computer. Machen mit Computer? Mhm. Machen Sie etwas oder ja, nicht? Ich mache gerade was. Und Sie? Ich warte auf Sie. Ach so. Es wird natürlich leichter für Sie sein, diese Investition durch Überweisung machen. Ja, wie Sie wollen. Sie können das online machen, zum Beispiel. Es gibt MoneyGram online. Ja. Und Sie machen einfache Überweisung und das war's. Mhm. MoneyGram, wissen Sie? Was ist das? Nee. MoneyGram, es ist so wie, funktioniert wie Western Union. Ach so. Ja, da wo man so anonym Geld ins Ausland schickt. Warum anonym? Na, ist doch anonym. Nicht anonym. Sie schreiben dort Namen des Empfängers. Ja, aber da kann ja stehen, was will. Wir haben Zahlungssystem. Ja. Und verschiedene Optionen für Investitionen für Deutschland. Ja. In Deutschland ist es wirklich gleichzeitig zu kompliziert, einige Überweisungen oder Einzahlungen auf der Börse zu machen und Krypto zu kaufen. Meistens sind deutsche Banken gegen solche Transaktionen. Ja. Aber wir haben viele Kunden von Deutschland, die auf der Börse arbeiten wollen und Krypto kaufen wollen. So, wir suchen verschiedene Varianten für deutsche Menschen. So, für Sie gibt es zwei Optionen. Erste Option, Sie machen Investitionen durch Trust Wallet oder Sie machen diese Transaktion durch MoneyGram. Ja. Was ja? Ich nehme das Bessere. Das Bessere und das Leichteste für Sie ist MoneyGram. Okay. Okay. Wie wollen Sie das machen? Online? Sie müssen ein Konto öffnen in MoneyGram. Oder Sie können in die Bank gehen und MoneyGram-Überweisung machen. Was ist besser für Sie? Ist das eine Fangfrage? Also wenn Sie am Computer sind, Sie können MoneyGram-Überweisung online machen. Dazu schreiben Sie bitte in Google MoneyGram, dann öffnen Sie Ihr Konto dort und machen diese Überweisung online. Verstehen Sie? Ja. Gut. Geht das mit dem Bescheißen sonst schneller? Entschuldigung, was? Ob das mit dem Bescheißen sonst schneller geht? Mit Bescheißen? Geht es sonst schneller? Was geht schneller? Na, der Betrug. Oh mein Gott. Warum registrieren Sie sich für Aktien, wenn Sie nur Betrüger sehen? Kleiner Spoiler, das Gespräch ist hier noch lange nicht zu Ende. Das geht noch weiter, unsere kleine Party hier mit der netten Tante. Tja, aber ich weiß auch gar nicht, was die jetzt überhaupt noch am Telefon will. Die ganze Zeit verläuft das Gespräch ja eigentlich total gelangweilt, genervt und ich mache ja die ganze Zeit auch gar nicht so richtig, was sie von mir eigentlich möchte. Naja, lassen wir sie mal weitermachen. Na, weil ich im Voraus weiß, dass ihr Betrüger seid und ich jede Menge Zeit von euch klauen will, damit ihr keinen anderen bescheißen könnt und du jede Menge Zeit verplempert hast. Sind Sie verrückt? Nee. Ja. Ich würde sagen, das nennt man sozial. Ich glaube, dass Sie sind Betrüger. Ja? Ja. Okay. Dann betrüge ich wohl die Betrüger. Okay. Das ist nicht okay. Nee. Sie arbeiten mit dem... Also, noch arbeiten Sie nicht? Okay. Also, Sie haben sich registriert... Bei Betrügern. Beim offiziellen Broker. Ja, bei einem offiziellen Betrüger. Bei dem offiziellen Broker. Fängt ja beides mit B an. Wir arbeiten per Gesetz. Per Gesetz? Wir funktionieren an der Börse schon lange.
Und wir haben Lizenz schon 9 Jahre. 9 Jahre macht ihr den Betrug schon? Das ist aber nicht schön. Was war Ihr Ziel? Na, hatte ich doch bereits geschildert. Mein Ziel ist es, den Betrügern möglichst viel Zeit zu stehlen, dass die Betrüger in der Zeit niemanden anderen bescheißen können. Sie haben vielleicht eine schlechte Erfahrung und jetzt in jedem Broker sehen Sie nur Betrüger. Nee. Es tut mir leid, dass Sie schon eine schlechte Erfahrung haben. Ja. Wirklich, ja. Oh. Na, aber warum betrügst du denn die Leute weiter? Ich habe nie mit Ihnen gearbeitet. Nee, mit und mir noch nicht. Aber du betrügst ja andere Leute. Ja, wirklich? Ja. Warum glauben Sie so? Na, weil die Betrüger alle das gleiche Skript vorlesen. Alle wollen sie 250 Euro Mindestbetrag. Und alle wollen sie sich mit Kryptogeld nachher aus dem Staub machen, was kein Mensch mehr nachvollziehen kann. Ja. Ja, aber ich sage, Sie können auch Manigrammbeweisung machen. Ja, das ist ja auch ganz oft für Betrug benutzt. Genauso wie Western Union. Da geht das Geld ins Ausland, sodass es keiner mehr findet. Wissen Sie, es ist in Deutschland wirklich gleich kompliziert, auf der Börse zu arbeiten. Nee, gar nicht. Ja, es ist kompliziert. Nein. Sie können nur in Ihre Bank investieren und durch Bank an der Börse handeln. Nee. Sie sind... Das stimmt nicht. Sie haben keine Nachweisen, ja, keine Beweise, dass ich Betrüger bin. Naja, doch, weil du exakt das gleiche Skript vorliest, wie alle anderen Betrüger auch vorlesen. Gehen Sie bitte in Ihre Bank und investieren dort. Wenn Sie keine Ahnung haben, wie können Sie mit einem Broker arbeiten? Naja, aber ich habe Ahnung, wie man mit Betrügern arbeitet. Möglichst viel Zeit stehlen und das funktioniert supi. Wissen Sie was? Verstehen Sie vielleicht Russisch ein bisschen? Nee. Nee? Nee. Okay, dann verstehen Sie weiter nicht, was sage ich. Aha, also aber meine ich sage Zuhörer, nur, die verstehen, was? Ich sage meine Zuhörer, die verstehen Russisch. Da kannst du jetzt auf Russisch labern und dann schreiben die mir deine Kommentare. Okay, super. Ja, möchtest du so noch jemanden grüßen? Ja, vielleicht. Ja, wen Warum denn? Warum nein? Wen möchtest du denn grüßen, mein Kind? Wer ist bei Ihnen gleich? Alle sind gleich. Wer alle? Na alle. Wir alle sind gleich. Und doch nicht eins. Das ist sehr interessant. Gott wird dich beobachten. Und ganz genau aufpassen, was du machst. Wer, Gott? Ja. Sie sind gleich in der Kirche? Nee. Okay. Wer versteht mich? Wer kann mit mir gleich sprechen? Weiß ich nicht. Mit wem möchtest du denn sprechen? Sie haben das, Sie sind mit jemandem gleich, der versteht mich. So, wer ist das? Na Gott wird dich vielleicht verstehen, aber ich glaube auch nicht. Der wird dich einfach vom Thron stupsen und dann fällst du mit der Nase in die Hölle. Und bleibst in, weiß ich nicht, Hitler seinem Popöchen mit der Nase stecken. Da, wo vorher die Ananas drin war. Gott existiert nicht. Nee, aber Allah. Nee. Aber offizielle Broker existiert. Ja, Betrüger existieren auch. Sie sind Betrüger. Das ist ja schön. Dann betrüge ich also eine Betrügerin. Sehr angenehm. Ja, was machen wir denn jetzt noch Schönes? Hast Erzählen du noch eine Sie schöne mir bitte Idee? Über sich. Ich soll was über mich erzählen. Ja. Ich sehe gut aus, bin extrem intelligent und das Beste an mir ist meine grenzenlose Bescheidenheit. Und was machen Sie? Was ist Ihr Beruf? Mein Beruf? Da bin ich Frostschutzwasserverkoster. Noch einmal, was? Frostschutzwasserverkoster. Frostschutz. Das wäre nicht gut. Ja. Frostschutz? Frostschutzwasserverkoster.
Und was machen Sie dabei? Frostschutzwasserkosten. Und du? Ich bin Betrügerin. Ah ja. Okay. Na Mensch, das ist ja mal ehrlich. Wenn man von der Betrügerin hört, was sie beruflich macht, ich bin Betrügerin. Naja, das ist allenfalls auf jeden Fall schon mal das ehrlichste Wort, was wir, glaube ich, überhaupt auf diesem Kanal gehört haben. Aber eine nette Betrügerin. Danke. Bitteschön. Okay. So, wenn Sie noch Zeit haben... Jede Menge. Für solche dumme Kommunikation von Ihrer Seite. Ja. Dann können Sie uns zurückrufen. Das geht ja nicht. Eure Nummer funktioniert ja nicht. Die ist gespoopt. Aber es funktioniert. Nee, hab ich schon probiert. Ja? So, prüfen Sie bitte noch einmal Ihre E-Mail. Ja. Ich schicke Ihnen Telefonnummer. Mhm. Und so kann ich auch prüfen, ob Sie meine E-Mail wirklich öffnen. Okay. Ja? Und was steht in der E-Mail drin? Unsere Telefonnummer. Sie Aber die ist mit noch mir nicht da. Sie wollen mit mir weiterreden und natürlich, ich möchte Sie das machen. Ja. Aber ich habe noch keine neue E-Mail bekommen. Ich schreibe es. Ach so. Okay, hab gesendet. Ich gucke. Noch nicht. Noch nicht. Erfischen die Seite. Hm? Wie bitte? Versuche noch einmal. Erfischen die Seite. Ah ja, jetzt ist da. Okay, und was sehen Sie? Eine 4, eine 4, eine 7, eine 4. Dann kommt eine 1 und eine 8 und eine 3 und eine 5 und eine 3 und eine 4. Also Sie sind kein Luger. Nee. Das ist also Ihre E-Mail-Adresse und Sie lügen mir nicht. Also es freut mich schon. Ja. Danke. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Es tut mir leid, Sie wirklich, dass Sie solche Meinung über Brokerunternehmen haben. Und ich hoffe, dass Sie nie wieder eine schlechte Erfahrung haben. Ich wünsche Ihnen alles Beste in diesem Neujahr. Ja, aber such dir bitte einen neuen Job. Warum? Ich suche einen Job. Aber und dann lebst du doch viel sicherer mit einem neuen Job. Das ist nur Ihre Meinung, dass ich habe einen schlechten Job. Ja, aber also, du machst dich doch strafbar nach deutschem Gesetz. Warum? Weil das bandenmäßiger, gewerbsmäßiger Betrug ist. Was ist Betrug? Unsere Werbung oder was? Ja, unter anderem. Das zählt da mit rein. Hab nicht verstanden. Also, unsere Werbung ist Betrug. Und was ist noch Betrug? Ja, euer Skript, was ihr da vorlest oder schon vielleicht auswendig könnt. Sie lesen zu viel. Informationen, Google vielleicht, oder sitzen zu viel am Computer und lesen ganz falsche Informationen. Und wer entscheidet, was richtig und was falsch ist? Also es gibt verschiedene finanzielle Webseiten, wo Sie eine korrekte Information finden können, über Finanzmarkt oder über Brokerunternehmen. Es gibt wirklich gute Broker, die per Gesetz arbeiten. Und sie haben Lizenz. Verstehen Sie, was bedeutet das? Kann man zum Beispiel bei der BaFin haben, aber da habt ihr keine Lizenz. Also, wenn ein Broker einen Regulator haben, Finanzregulator hat, dann können Sie bei diesem Broker investieren. Und wo seid ihr angeblich reguliert? Unser Regulator ist SIFIC. Aha. Kennen Sie diesen Regulator? Ja oder nein? Ja. Ja? Okay. Und was ist Ihre Meinung über diesen Regulator? Nicht so besonders. Nicht so besonders. Jeder Finanzregulator kontrolliert das ganze Finanzsystem und Brokerunternehmen. Und wenn ein Broker Betrüger ist, so hat er keinen Regulator.
Naja, oder man nimmt sich halt einfach irgendeine andere Nummer von wem anders oder man denkt sich eine aus, so wie bei euch. Haben Sie wirklich so viel Zeit, um auf verschiedene Werbungen zu registrieren Ja. und mit verschiedenen Managern zu sprechen? Ja. Sie sind Rentner schon? Nee. Ne? Sehr interessant. Okay, vielleicht solches Hobby macht ja Ihnen Spaß, ja. Es ist gut, wenn Sie so Hobby haben. Ja. Jeder Mensch muss ein Hobby haben. Okay, dann ich muss weiter arbeiten. Was ist denn dein Hobby? Ich mag lesen. Was denn? Einen Moment. SMS ist da. Ja. Arbeiten. So. Noch eine SMS. Ich mag klassische. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie auf Deutsch sagt man. Ich versuche zu übersetzen. Zum Beispiel, oh mein Gott, ist vielleicht falsch. Okay, kopfloser Reiter. Das sagt mir was. Verstehen Sie ja, was meine ich? Ja, sowas gibt's als Buch. Und was noch? Russische Literatur natürlich. Ja. Aber ich Aha. habe nicht so viel Zeit. Nee, aber wir Ja. haben doch schon 45 Minuten. Ja, für meine Kunden habe ich immer Zeit. Gut, ich muss weiter arbeiten. Danke für Ihre Anmeldung. Und wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja, Ich wünsche ich hoffe, dir dass auch Sie bei der Ihre Zahl, Arbeitssuche. ich hoffe, Sie erzielen Ihr Ziel, ja, also, und wie sagt man, jeder Betrüger muss bestraft sein. Ja, ich hoffe, dass Sie diese Ziele erreichen. Ja. Okay, dann tschüss. Winke, winke. Ja, Mensch, das war auf jeden Fall mal ein ganz anderes Gespräch und vor allem hat das Ganze hier ein komplett anderes Ende genommen, als ich überhaupt jemals für möglich gehalten hätte. Die Betrügerin ist trotzdem nett geblieben und hat sich mit mir einfach privat nett unterhalten. Kann man auch mal machen. Ich meine, letztendlich wird das sicherlich ihrem Chef nicht gefallen haben. Ja, aber auf jeden Fall haben wir das Ziel erreicht, dass sie in der Zeit, wo wir hier sprechen konnten, tja, dass sie keinen anderen bescheißen konnte in der gesamten Zeit. Und ihr habt es ja im Gespräch gehört, dass die Originalfassung von diesem Gespräch ging 45 Minuten. Hier in den Videos, die ihr dann hinterher immer hört, sind die Pausen automatisch rausgeschnitten, also die Zeit, wo gerade nicht gesprochen wurde. Manchmal suchen die ja irgendwas am Computer, na, oder sogar ziemlich oft bei den Betrügern, wo dann einfach gar kein Wort gesprochen wird. Und naja, die Zeit haben wir hier automatisch immer aus den Videos rausgeschnitten, damit es für euch nicht ganz allzu langweilig ist. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ihr könnt mich gerne auch mal auf TikTok besuchen, wenn ihr möchtet. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung oder auch auf dem Profil. Wer direkt mit dem Handy selbst suchen möchte, @CallcenterAbzocke findet ihr direkt auf TikTok. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Ihr seht jetzt hier noch ein paar kleine weitere Videos in der Playlist von diesem Kanal. Da könnt ihr die Zeit bis morgen überbrücken. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.